Name your game. So, wie können wir zuerst angreifen? Problem ist, dass ich nicht heilen kann. Er nimmt schon viel Damage, aber nicht genug. Er muss halt einen Fehler machen, das wäre wichtig. Bitte nicht auf Justimon. Ah, der ist tot. So, komm, Nook. Zwei werden wir wohl noch schaffen. Oriomon. Was? Gar nichts Gescheites hier. Ha. Daneben, das ist sehr gut. Die Hose. Mach mich in die Hose. Gar nichts. Alter Schwede. Ist ja vielleicht stark. Nein. Gechitose müsste gegen Pfeil kämpfen. Das Problem ist, die Bedingung ist 20. Wenn die noch einen 10er machen, sind sie ein A-Punkt. Ja, es kann sein, dass wir jetzt sterben. Mach Stich. Der lebt ja auch noch. Ja, aber nicht mehr. Ist gut, dass wir das überlebt haben. Ja, das ist klar. Hier sind wir tot. Niederlage. Das machen wir nochmal natürlich. Wir tauschen hier das Team. Sollen wir Rice Greymon nehmen?
Das wäre ein Risiko. Ja, wir müssen den nehmen, wir haben sonst nichts. Außer gerade, Mann. Los geht's. Also erstmal, Chitose muss in die Mitte. Wenn es irgendwie geht. 12 zu 0. Ich muss hier verteidigen. Daran führt echt kein Weg vorbei. So, und jetzt kommt's zum ersten Fight. Also Chitose ist der Stärkste, der muss dann irgendwie nach links kommen. Wow. Die Digimon sind halt schwach, ne? Bitte auf den Falschen. Krank. Mit der Gerechtigkeit in der Combo. Bringt halt nichts. Eine Heilung habe ich nicht. Das ist das Einzige, was wirklich stark ist. Zu 14. Was ist, wenn ich den angreife? Sie sind nämlich nur zu zweit. Combo Attack, sehr gut. Oh, der fette Frosch ist stark. Dem tut's eh nichts. Boah, das war gut. Bitte nicht der Fuse Timon. Schläft. Gut überlebt. Sehr wichtig. So, ich attackiere den auch noch. Ich glaube, ein Kessel ist die richtige Taktik. So, wie schmeckt dir das? Von meinem Prime hier. Und was macht Rice Greyman? Hat nichts gegen alle Gegner. Schade. Das ist schade. Perfekt. So, und Chitose muss hier rüber. Hitzewelle. Könnt ihr das? Das ist wieder der, der gar nichts nimmt, ne? Wieder machen, was du willst.
ineffektiv. Heftiger Sturm. So, und jetzt kommt der Gegenangriff, wahrscheinlich auf Ryuji. So ist es. Im Prinzip muss ich nur das überleben. Holy Light. Gut. Das ist sehr gut. Wenn der nächste nicht auf Justimon geht. Perfekt. Mit der Gerechtigkeit. Metallmeteor. So stark, ne? Jetzt bin ich auf den falschen gegangen. Aber nicht so schlimm. Das kriegen wir noch hin. Jetzt wird der andere auch auf mich gehen. Kann er gerne machen. Meereswelle. Ach, hier ist jemand immer noch dran. Perfekt. Auch noch Mana gespart. Jetzt geht der nach rechts, ne? Ja. Das war so klar. Vielleicht können wir den überleben. Heftiger Sturm, ja, überleben wir bestimmt. Nur nicht alle. Hier. Was ist das? Sehr gut. Oh, perfekt. Ich glaube, das gewinnen wir jetzt. Soll ich Fire attackieren? Ist halt schon sehr stark. Nee. zu 13. So, dann wird hier getauscht. Jetzt gucken wir, wie meine Digimon reagieren. Flammenexplosion. Bryce Raymond kriegt was ab. Aber es geht noch. So, hier bitte. Sehr geil. Erschütterndes Stampen. Oh yeah. Bryce Grayman macht noch den Dreizack-Revolver. Perfekt. Die Respawn. Das Problem hier. 15 zu 13. 16 zu 12. So, jetzt kommt die zu mir. Perfekt, so wollte ich's. Ich glaube, das überleben wir. Ja, sehr gut. Nee, so leicht geht's nicht. Ah, hält aber viel zu viel aus für meinen Geschmack. Aber das wird er nicht mögen. Oder beide nicht. Was hab ich denn da noch? Lichtschaden gegen beide. Beim nächsten Mal klappt's.
So, Pfeil wird mich attackieren. Immer noch 16 zu 12. So, ich glaube, Ryuji muss das jetzt richten. Wir haben ja die erste Attacke. Komm, Ryuji. Metallmeteor, schlägst du. Und die widerstandsfähige Klaue. Das hat gereicht, sehr schön. Das ist der Sieg beim zweiten Versuch. Nice EP. Oriumon 63, Rice Greymon 43, Renamon 25, Metal Greymon 37, Super Starmon 23, Cyberdramon 22, Digitamon 28, Doro Greymon 22, Mega Seedramon 22. Nicht schlecht, jetzt weiß ich, warum man dich eine Legende genannt hat. Habt ihr das gesehen? Nun habt ihr alle mit eigenen Augen gesehen, wie entschlossen Ryuji Mishima ist. Er wird den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Damit ist die Sache geklärt. Sind alle damit einverstanden? Ja! Ihr Jungs seid ganz schön anstrengend. Danke, Fall. Ich werde nicht vergessen, was du für mich getan hast. Geh jetzt deine Schwester und Eden retten und komm heil wieder zurück. Sie ist extra hierher gekommen, nur um diesen Schlamassel in Ordnung zu bringen. Du bist ihr was schuldig, Ryuji. Ich weiß, ich werde mich bei ihr revanchieren, mit dem ganzen Team, sobald wir Erika zurückhaben. Hehe, und ich hoffe, dass Arata ein bisschen umgänglicher sein wird, wenn wir erst aus Eden raus sind. Ja, ich werde darüber nachdenken. Hast du mir überhaupt zugehört? Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Ich bin zu 100% darauf konzentriert, Erika da rauszuholen. Großartig! Wir wollen uns nicht den ganzen Stuss von wegen gerechter Strafe anhören müssen, bis wir bei ihr sind. Ich hab's verstanden. Ich werde mich bei ihr entschuldigen, indem ich mich mit einer Zigarette verbrenne. Was? Du hast überhaupt nichts verstanden. Damit will ich mich für heute entschuldigen. Nimm es anstelle einer Bezahlung für den Fall. Es sollte sich als nützlich erweisen. Speicher ab. Sehr gut. Dank dir ist es überstanden. Jetzt muss ich nur noch in Eden Chaos stiften. Können wir hier wieder einen Befehl geben? Ich habe gut geschlafen und war früh wach. Heute wird ein guter Tag. Du bist früh aufgestanden. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Speicher ab, verwenden. Dankeschön. Nochmal ins Digilab heilen. Wer schreibt uns denn da? Ich war ein Idiot, aber ich mache es wieder gut und bringe Erika zurück. Erwecke Hoodie für alle zu neuem Leben. So. Geben noch einen Trainingsbefehl. Und schauen, was Mirai sagt. Du schlägst dich gut, dass du das Schicksal eines Menschen letztlich so hüten musstest. Ich meine außer dem Mädchen. Das ist womöglich dein letzter Kampf, doch mit deinen engen Banden hast du nichts zu befürchten. Deine Freunde warten an der Nakano-Unterführung. Geh jetzt, ich werde zusehen, wie sich dein Schicksal zuträgt. Okay. So, jetzt optimieren wir noch die Digimon. Gehen die systematisch durch. Thank you.
von allem das Feinste. Nanomaschinenbruch 3. Was könnte der noch machen? Der hat auch nur die besten Sachen. Er könnte Napalmwolke lernen. Schwerer Schlag ist auch gut. Das lassen wir, aber hier rüsten wir ihn aus. Gibt mir EP. Verhindert sofort Tod, das ist auch sehr gut für den. Verhindert Lähmung. So, wen würden wir vielleicht noch brauchen? Den hier. Windkralle 3, das ist um Längen besser. Napalmwolke 2. Meteorsturz. Kritische Ladung braucht ja auch keiner. Heftiger Sturm. Das ändern wir auch. Der kriegt eine Elektrodeckung. Nee, eigentlich müsste ich was gegen Wasser unternehmen. Wasserdeckung. Und noch was, das ihn stärker macht. Eine Energiedisk. Vielleicht gerade mal noch optimieren. Das passt eh alles. Das aber nicht. Kämpferdisk. Und Energiedisk, das war's. Wir haben noch eine Nachricht. Noch ein Trainingsbefehl ist beendet. Da geben wir natürlich das Kommando zum Weitermachen. Ändern den Anführer. Auf den hier. Trainieren.